Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Webinar Connected Machining von Heidenhain. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde Sie jetzt durch dieses Webinar führen und Ihnen die Kampagne Connected Machining genauer erklären. Was bedeutet Connected Machining? Heidenhain möchte damit den Kunden Möglichkeiten zeigen, wie man im Zeitalter der Digitalisierung mit Heidenhain-Steuerungen möglichst effektiv auf die neuen Aufgaben und auf die neuen Prozesse eingehen kann. Deswegen haben wir die Kampagne Connected Machining ins Leben gerufen und die beinhaltet verschiedene Funktionen. Connected Machining umfasst vier Produkte. Das ist einmal die Software State Monitor, die wir uns am Ende der Präsentation nochmal etwas genauer anschauen werden. Dann die Option Remote Desktop Manager, die Heidenhain DNC Schnittstelle und auch eine Hardware-Komponente der Extended Workspace als erweiterten Bildschirmbereich für die Steuerung. Und damit möchten wir eben ein möglichst digitales Auftragsmanagement schaffen, also eine möglichst gute Unterstützung der papierlosen Fertigung, einen Überblick über die Prozesse und dadurch natürlich auch eine Zeiteinsparnis im Fertigungsprozess. So, die Heidenhain DNC-Schnittstelle, die gibt es schon sehr lange. Die ist seit über 10 Jahren mit Heidenhain-Steuerungen verfügbar und über diese DNC-Schnittstelle kann ich verschiedene Informationen von der Steuerung erhalten und diese dann an mein Automationssystem weiterleiten, an meine Auswerteeinheit für die Betriebsdatenerfassung oder auch an mein Auftragsmanagementsystem. Das heißt, die DNC-Schnittstelle ist die digitale Schnittstelle, um Informationen aus der Steuerung abzugreifen und für weitere Prozesse nutzbar zu machen. Eine Möglichkeit, wie wir die Heidenhain DNC-Schnittstelle nutzen können, ist mit dem Remo Tools SDK. Das ist ein Entwicklerpaket, also das sind Software-Tools, um auf die Maschine zuzugreifen und von der Maschine bestimmte Sachen abzugreifen, wie zum Beispiel die Potti-Stellung oder der momentane Programmlauf, was für ein Programm angewählt ist, ob eine Fehlermeldung ansteht. Das kann man mit den Remo Tools SDK alles selber programmieren. Da musste man halt eine entsprechende Programmiersprache, also die C++, abdecken und so dann konnte man sich Tools zusammenbauen, die das Ganze machen. Eine weitere Funktion ist die Virtual TNC. Virtual TNC ist eigentlich ein Dongle. Ein Dongle, der im Programmierplatz eine Schnittstelle freischaltet, nämlich mit dieser Schnittstelle werden von einem Programm, das auf dem Programmierplatz in der Satzfolge läuft, automatisch die Koordinaten x, y, z, a und c, je nach Kinematik, an diese Schnittstelle weitergegeben. Und an dieser Schnittstelle greift dann eine Virtualisierungssoftware, also eine Maschinensimulation, diese Werte ab und die werden dann in einer virtuellen Maschinenumgebung zum Simulieren der kompletten Prozesse verwendet. Und das ist die Option Virtual TNC, die man oft in Verbindung mit dem Programmierplatz verwendet. Ein sehr wichtiger Punkt von Connected Machining ist die Software State Monitor. Mit der Software State Monitor kann ich meine Maschinenzustände erfassen. Ich habe einen Überblick über meinen kompletten Maschinenpark, kann schnell auf Störungen eingehen. Kann das Ganze natürlich auch online betreiben für den Mitarbeiter, der zum Beispiel die Geisterschicht betreut, da wo die Maschinen nicht direkt mit einem Mitarbeiter besetzt sind, sondern nur auf Abruf ein Mitarbeiter da ist. Der kann sich dann Maschinenmeldungen per E-Mail
aufs Handy senden lassen und so dann auf die Unterbrechungen schnell reagieren. Sehr wichtig in der ganzen digitalen Auftragsbearbeitung ist die Funktion Remote Desktop Manager. Über diese Option können wir einen PC an unsere Steuerung anbinden. Das kann jetzt entweder ein IPC im Schaltschrank sein oder ein jeder beliebiger PC, den ich im Netzwerk zur Verfügung habe, den ich mit der Maschine verbinden kann. Und dann kann ich über einen Tastendruck von meiner Steuerungsoberfläche auf den PC wechseln und da habe ich dann meine normale Arbeitsumgebung. Das heißt, auf dem PC kann ich dann ganz normal alle Windows-Applikationen, die ich auf meinem Arbeitsplatz zur Verfügung habe, auch auf dem Steuerungsbildschirm nutzen. Ich schalte nur den Bildschirm um, dass ich den PC sehe und jetzt kann ich hier meine E-Mails abrufen, mein Auftragsmanagement starten. Ich kann mir Aufsparpläne herunterladen. Ich kann auf mein CAD/CAM-System zugreifen und Zustellungen ändern, zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die das digitale Auftragsmanagement erleichtern. Das heißt, ich muss mir den Aufsparplan nicht mehr ausdrucken, sondern kann ihn mir direkt anzeigen lassen, habe ihn direkt vor mir auf dem Steuerungsbildschirm. Und so kann man das eben sich die Arbeit erleichtern und man spart sich auch die Wege von der Maschine zum Arbeitsplatz, sondern wir holen mit Remote Desktop Manager den Arbeitsplatz an die Maschine. Der Remote Desktop Manager ist eine Option, die Option 133. Wenn ich die gesetzt habe, kann ich über ein Menü mir den PC anbinden. Das kann jetzt entweder, so wie hier im Bild, ein IPC von Heidenhain sein, wenn das Ganze als Schaltschranklösung gedacht ist. In der Regel ist es allerdings ein beliebiger PC im Netzwerk. Den kann ich mir anbinden und dann kann ich über einen Tastendruck, und zwar ist es die rechte Diadur-Taste, wechsle ich vom Windows auf den Steuerungsbildschirm und kann ebenso ganz normal meine ganzen Applikationen auf diesem Windows-PC nutzen und kann beispielsweise ein neues CAM-Programm generieren. Das Gute ist, ich muss dafür nichts auf der Steuerung installieren und das CAM-Programm beeinflusst auch nicht die Performance von meiner Steuerung, sondern es wird hier lediglich auf einen PC zugegriffen und der Bildschirm auf dem Steuerungsbildschirm angezeigt. Und das macht die Sache eben sehr interessant, weil wir eben keine zusätzlichen Tools installieren müssen, sondern wir integrieren einfach die Heidenhain-Steuerung in den bestehenden Prozess von Auftragsplanung, über Arbeitsvorbereitung, über Programmgenerierung, über Programmausgabe, Aufspannpläne. In diesen Prozess integrieren wir die Heidenhain-Steuerung ganz einfach über den Remote Desktop Manager. Wir können über einen Tastendruck von der Steuerung auf alle Programme, die wir in der Firma zugreifen, benötigen zugreifen und können so einfach die Prozesse optimieren. Eine Hardware-Komponente im Bereich von Connected Machining ist der Extended Workspace. Das ist ein zweiter Bildschirm, den ich mir an meine Steuerung mit anbauen kann und über unser Heidenhain-Betriebssystem kann ich den dann wie einen erweiterten Desktop nutzen. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt an einer Maschine arbeite und andere Maschinen noch überwachen möchte, dass ich mir auf dem zweiten Bildschirm oben zum Beispiel den State Monitor anzeigen lassen kann. Somit habe ich im unteren Bildschirm immer mein Programm im Blick, was ja dem Bediener immer lieber ist, wenn man das Programm sieht beim Abarbeiten. Wo will er als nächstes hinfahren? Auch wenn man beim CAD/CAM-Programm da nicht viel Einfluss drauf nehmen kann, aber man hat immer gern, dass man das Programm sieht, wenn es läuft. Und so kann man auf dem zweiten Bildschirm oben auch die State Monitor Software zum Beispiel anzeigen und kann das so einfach übernehmen. Ich kann natürlich auch verschiedene andere Tools, wie zum Beispiel den Remote Desktop Manager, auf dem oberen Bildschirm anzeigen lassen. Das kann ich mir einfach einstellen, welche Funktion ich auf welchem Bildschirm sehen möchte. Genau, kommen wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter zum State Monitor.
Also den State Monitor können wir verwenden, um auf unsere Maschinen zuzugreifen und die Verfügbarkeit, die aktuelle Laufzeit der Maschine abzufangen. Unterstützt werden hier eigentlich alle Heidenhain-Steuerungen, also auch schon die ITNC 530 ab dem Softwarestand 340 für 9003. Hier wurde die Heidenhain-DNC-Schnittstelle eingeführt und somit sind diese Steuerungen alle mit integriert. Man benötigt für die State Monitor Software die Option 18. Das ist die DNC-Schnittstelle, die muss freigeschaltet sein. Wir können auch auf verschiedene andere Schnittstellen zugreifen. Wir können auch zum Beispiel auf die Statuslampen zugreifen. Da kann man sich hier einen kleinen Adapter mit einbauen, um eben die Statuslampe abzufragen, was zum Beispiel jetzt bei älteren Steuerungen der Fall ist oder auch bei fremden Steuerungen, die nicht Heidenhain-Steuerungen sind. So, es gibt dann den Heidenhain State Monitor, den kann ich mir herunterladen und kann hier die Software 90 Tage als kostenlose Demo-Version testen. Kostenlose Demo-Version heißt, ich darf maximal 5 Maschinen in den State Monitor einbinden und kann diese 90 Tage testen. Das heißt, wenn man sich mal anschauen möchte, wie funktioniert das mit dem State Monitor, was kann man hier alles machen, dann kann man sich einfach mal diese 90 Tage Testversion herunterladen und kann so einfach die Funktionen mal testen, ob das denn was für den Betrieb ist. Der State Monitor an sich kann ich dann kaufen. Das sind immer so 5 Maschinenpakete. Das erste Paket und jeweils das weitere Paket kann ich hier mit anbinden. Genau, was kann man alles uns anschauen? Wir können die angebundenen Maschinen sehen, dann sehen wir, ob die Maschine momentan ein Programm abarbeitet, also grün, ob die Maschine momentan in keiner Programmabarbeitung ist, gelb, oder ob ein Fehler ansteht, dann ist rot. Und so kann man eben schnell einen Überblick haben, ob die Maschinen laufen oder nicht. Außerdem kann ich noch, wenn ich speziell mir den Maschinenstatus anschaue von jeder Maschine, sehe ich noch die Vorschub, die Potti-Stellungen der jeweiligen Maschine. Ich sehe die letzten Fehlermeldungen. Ich sehe, ob der Maschinenbediener mir eine Nachricht geschrieben hat. Das kann er auch machen, dass er mir eine Nachricht sendet. Zum Beispiel, warum steht die Maschine jetzt? Das schauen wir uns dann auch noch mit an. Genau, wir können über die Funktion FN38 Send können wir aus unserem NC-Programm Meldungen an den State Monitor schicken. Wenn jetzt zum Beispiel die Maschine steht, weil ein Werkzeug gebrochen ist, dann kann der Maschinenbediener über einen MDI-Betrieb eine kurze Nachricht senden. Werkzeug ist gebrochen, ich muss das Werkzeug wieder herrichten, wieder neu einrichten, das Programm wieder neu anfahren lassen. Von dem her dauert es jetzt etwas, bis die Maschine wieder läuft. Und so hat man eben von der Arbeitsvorbereitungsseite immer den Überblick, warum jetzt gerade die Maschine steht und was als nächstes zu tun ist. Das Ganze kann ich auch als Benachrichtigung machen. Das heißt, ich kann dann an bestimmten Wochentagen an den und den Benutzer mit dem und dem Event eine Nachricht senden. Und so kann ich eben gezielt auf meine Schichtarbeiter eingehen. Okay, in der Frühschicht an den und den, in der Spätschicht an den und den. So kann man das eben Schritt für Schritt hier durchstellen. Und wenn ein Fehler auftritt, welchen Fehler das gesendet wird, kann ich auch auswählen. Dann kann man hier schnell darauf reagieren und das Ganze per E-Mail weiterleiten. Genau, Tagesansichten kann ich machen, das sehen wir uns aber dann noch ganz speziell in der State Monitor Software an sich an. Auswertung, verschiedene Maschinen, Diagramme, also da kann man wirklich schon einiges rausholen, um eben diesen Überblick über die Maschinen mit
zu haben. Und natürlich aus diesem Überblick dann herauszufinden, warum dauert denn bei der einen Maschine das Rüsten länger wie bei der anderen Maschine. Und so kann man eben kontinuierlich seinen Prozess weiterentwickeln und verbessern, indem man sich dann immer die Prozesse anschaut, wo bei einem Mann, wo bei der Maschine zum Beispiel noch nicht so optimal läuft und wie man diese Maschine dann wieder besser in den Prozess integrieren kann und eine schnellere Abwicklung gewährleisten kann. Heidenheim bietet hier auch einen Inbetriebnahmeservice an. Das heißt, wenn Sie die Software State Monitor gekauft haben und Sie möchten diese vor Ort von einem Techniker von uns installiert haben, dann können Sie dies direkt von uns durchführen lassen. Das heißt, Sie können das dann bei uns beim Service bestellen und der richtet Ihnen dann den State Monitor ein, bindet die Maschinen mit an, bis eben die Software läuft und so kann man das Schritt für Schritt mit einem Kollegen aus dem Service durchmachen. Wo findet man Informationen zum State Monitor? Auf unserem Klartextportal. Hier gehen wir einfach in den Bereich PC-Software und State Monitor. Hier gibt es dann verschiedene Videos, Einführungsvideos, die Installations- und Bedienungsanleitung finden wir hier. Außerdem können Sie hier die Anfrage stellen, wo, wenn Sie den State Monitor kaufen möchten, kann man hier die Anfrage stellen und einfach den State Monitor bestellen. Maschinen, Anzahl der Maschinen geben Sie mit an und ob Sie die DNC-Option brauchen oder nicht, können Sie dann hier auch gleich noch mit erledigen. Genau, man sieht dann eben hier, die State Monitor Software ist auf einem Server installiert und dann kann man auch mit einem iPad zum Beispiel darauf zugreifen über die Internetseite und kann sich online den aktuellen Status vom State Monitor mit anschauen. So, wir wechseln mal zum State Monitor. Das heißt, ich habe mir jetzt hier eine Demo-Version vom State Monitor installiert. Wir sehen jetzt hier meinen Maschinenpark. Der Maschinenpark ist bei mir das sind drei Programmierplätze. Das ist einmal ein Programmierplatz ITNC 530 und zwei 640er Programmierplätze. Die sind schon fleißig am Arbeiten und produzieren hier fleißig Teile. So, das Ganze sehe ich auch in meinem State Monitor. Ich habe den Überblick, dass alle meine Maschinen momentan grün sind. Grün heißt, sie arbeiten. Wenn ich mir jetzt hier bei der ITNC anschaue, momentan läuft das Unterprogramm Stamp 1. Die Potties sind beide auf 100%, Spindel, Vorschub und der Eilgang, alle drei auf 100%. Und so wird jetzt hier das Programm abgearbeitet. Ich sehe, die Maschine läuft jetzt seit 10:15 Uhr, läuft sie komplett grün produktiv durch. Genau. Wenn ich mir meine anderen Maschinen anschaue, laufen auch sauber. Genau, hier sehe ich, dass hier mal eine rote Fehlermeldung war. Sehe ich zum Beispiel, was es für ein Fehler war. Hier war eben eine Fehlermeldung aufgetreten im Programm. Die musste dann behoben werden und das Programm geht wieder weiter. Das Ganze kann ich mir dann auch in der Auswertung anschauen, wo ich alle Maschinen in einem Überblick sehe. Kann mir hier wieder meine Maschinenzustände anzeigen lassen. Was hat denn die Maschine? Zum Beispiel diese Maschine, die ich hier ankreuze. Und er soll mir mal anzeigen, was heute zwischen 9 und 14 Uhr los war. Dann kann ich mir das genau anschauen für meine Maschine in einem gewissen Zeitraum. Kann mir die Kennzahlen mit anschauen. Auch hier Nutzungsgrad 74%. Das sind eben die ganzen Sachen, wo eben ich hier mit abfragen kann. Programmlaufzeiten, wie lang ist welches Programm gelaufen? Sieht man hier schön, welches Programm wie lange gelaufen ist.
Genau, wenn wir jetzt mal einen Fehler verursachen, das heißt, ich klicke jetzt einfach mal den NC-Stop, dann sehen wir schon, dass jetzt die mittlere Maschine, die TNC 640 in der Mitte, dass die gelb geworden ist. So, die steht momentan Programmstatus inaktiv. So, und hier könnten wir jetzt beispielsweise eine Meldung schicken, warum diese Maschine jetzt nicht mehr geht. Dazu wechsle ich kurz mal auf meinen Bildschirm rüber. So, das heißt, ich wechsle jetzt in mein MDI, gehe auf meinen Mode. So, aktiviere mir unten die Q-Taste und kann jetzt über Sonderfunktionen die FN38 auswählen. FN38 senden und jetzt kann ich sagen, okay, warum steht denn die Maschine? Zum Beispiel ist das Kühlmittel übergelaufen. Maschine. Maschine reinigen. So. Deswegen steht die Maschine jetzt. Das heißt, ich kann jetzt diese beiden Meldungen einfach mit NC-Start rausschicken. Genau. So, und wenn ich jetzt wieder in meinen State Monitor rübergehe, dann sehe ich jetzt hier bei Maschinenmeldungen um 14:25 Uhr Maschine reinigen und Kühlmittel ist übergelaufen. Das sehe ich jetzt sofort und kann sagen, okay, der Kollege ist jetzt gerade am Arbeiten und ich kann das hier. Deswegen steht die Maschine jetzt. Das Ganze sehe ich dann auch hier oben im Messenger, kann ich mir das anzeigen lassen. Und hier kann ich jetzt bestimmte Sachen mir zusammenbauen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wenn die Maschine gestoppt ist, zum Beispiel wegen einem Nothalt, wegen einem Fehler, wegen einer Meldung FN38, die möchte ich mir auch noch mit anzeigen lassen, dann kann ich mir hier für die Maschine kann ich mir hier diese Fehler mit anzeigen lassen. Nothalt, Fehler, FN38. So, jetzt kann ich mir diese Konfiguration, also aus Maschine, Nothalt, Fehler und FN38 als Konfiguration speichern. Das ist zum Beispiel mein Event 1. Das kann ich mir jetzt speichern. Dann habe ich hier unten für meine Maschine den Event 1. Und jetzt kann ich diesen Event 1 auch mit einem Benutzer kombinieren, zum Beispiel mit mir. Kann sagen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist die Arbeitszeit. Kann ich dieses Profil speichern? So, jetzt habe ich ein Benachrichtigungsprofil erstellt und ein Eventprofil erstellt und jetzt kann ich diese zwei kombinieren bei den Benachrichtigungen. Jetzt kann ich ihm hier sagen, okay, benachrichtige den MW, wenn das Event 1 anläuft. Und so wird das Ganze hier eingerichtet. Das heißt, wenn jetzt so ein Fehler auftritt, würde ich jetzt an meine hinterlegte E-Mail-Adresse eine Nachricht bekommen, dass die Maschine steht, dass eine gewisse Nachricht angekommen ist. Und so kann man das hier einstellen. Wenn ich jetzt eine neue Maschine an den State Monitor noch mit anbinden möchte, können wir das hier mitmachen. Ich gehe auf Einstellungen, auf Maschinen. Das kann dann der Administrator machen. Jetzt möchte ich mir noch meine TNC 620 mit anbinden.
Die ist aktiv, Steuerung 620, kann ich mir hier auswählen. Und jetzt kann ich noch die IP-Adresse der Maschine eingeben. Das ist die 192.168.56 und die 103. Ich kann mir auch noch ein Bild dazu hochladen, das wo dann mit angezeigt werden soll. Ich kann mir kurz die IP-Adresse überprüfen lassen, kann schauen, funktioniert da alles. Dann überprüft er, Verbindung kann erfolgreich aufgebaut werden und ich kann die Maschine mit anlegen. So, Maschine wurde mit angelegt. Wenn ich jetzt auf meinen Maschinenpark gehe, habe ich hier meine nächste Maschine mit drinnen. Und bei der Maschine, die ist momentan verfügbar, aber kein Programm angewählt. Genau. Es gibt dann noch verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Da sehe ich meine ganzen Maschinen mit dabei. Ich kann mir das Ganze natürlich auch exportieren lassen, also in Tabellen wegspeichern lassen. Kann man sich hier alles mit anzeigen lassen, die ganzen Maschinen aktualisieren, grafisch darstellen lassen. Und so kann man eben hier sich die Auswertung erleichtern. Genau, wie gesagt, man kann die Demo-Version kostenlos 90 Tage lang testen mit 5 Maschinen. Wenn man dann sagt, okay, das Ganze gefällt mir, das möchte ich einsetzen, dann kann man die Software kaufen. Das sind immer 5 Maschinenpakete. Was man da noch mit beachten muss, ist eben auch die DNC-Schnittstelle, die verfügbar sein muss. Die kann man aber bei der Anfrage mit überprüfen, ob das schon gesetzt ist oder nicht. Da helfen Ihnen auch die Kollegen immer gerne. Wie gesagt, finden kann man das Ganze im Klartextportal, also einfach auf klartext-portal.de gehen. Und im Klartextportal können wir dann unter PC-Software den State Monitor uns anschauen. Da gibt es dann ein Video dazu, eben mal den State Monitor kennenlernen. Man kann hier gleich mal die Anfrage stellen, dass man den State Monitor kaufen möchte, Kontaktdaten und alles eingeben. Genau, und so kann man sich das hier Schritt für Schritt anschauen. Hier kann man sich auch die ganze Benutzerdokumentation mit herunterladen. Das heißt, hier unten die Bedienungsanleitungen, die Installationsanleitungen, ist aber eigentlich ganz einfach. Ich benötige lediglich die IP-Adresse der Maschine. Also ähnlich wie wenn ich mit dem TNC Remo auf die Maschine verbinden möchte, brauche ich auch eine IP-Adresse und dann kann ich mir das Ganze hier abgreifen und kann meine Maschine schon mit einbinden. So, das war's von meiner Seite zum Webinar Connected Machining. Wenn Sie natürlich später noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Entweder unter der Telefonnummer, die 3103, also die 08669 für Dranreuth, die 31 für Heidenhain und die 3103 für die NC-Programmierung. Oder Sie senden uns eine E-Mail an die 3103@heidenhain.de. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiederhören. Vielen Dank und auf Wiederhören.